Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Blogs, wir sind an der ehemaligen Hauptpost, heute Polizeidirektion, weiß gar nicht, ob ich das überhaupt filmen darf. 1960 eröffnet vom damaligen Bundespostminister Richard Stücklen. Und dieses Gebäude war damals das erste Gebäude in der Bundesrepublik mit einer automatischen Briefverteileranlage. Pforzheim hatte damals auch den Ruf, dass hier die nach Frankfurt am Main die höchste Wertigkeit an Postwertpaketen sozusagen in der Post umgesetzt wurde. Das hing mit der Schmuckindustrie zusammen. Das Ganze ist also eine Rasterfassade hier zur Heinrich-Stefan-Straße zu, die es heute auch nicht mehr gibt. Und ganz typisch in der Zeit, also auch mit den entsprechenden Verschiedenfarbigkeit des Gebäudes. Es gab da eine wunderschöne große Halle, ich kann mich noch erinnern an die Schalter hinter Glas und so, oder Paketschalter. Und es gab so eine kleine Halle zur Luisenstraße zu. Und ganz oben, da sehen Sie ein Objekt. Und zwar dieses Objekt ist ein Kunstobjekt. Man sieht so irgendwas wie den Äquator und die Längengrade und vier Tauben. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie, dass diese vier Tauben auch einen Schatten jeweils haben. Also wie wenn sie sich bewegen würden, wie in einem Comic oder so. Also gerade vorher noch ein bisschen anders und jetzt ist die Taube schon ein Stück weiter. Das Ganze also ist hier Kunst am Bau recht hübsch zusammengefasst. Also ein U-förmiges Gebäude, das heute zum Teil auch von der PZ und dem PZ-Forum, benutzt wird und eben, wie gesagt, heute von der Polizei. Damals aber 1960, als es eingeweiht wurde, wirklich das modernste modernste Postzentrale in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Und die Fassade steht unter Denkmalschutz und das ist auch, wie sagte Urbereit, gut so. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.